guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu einer fantastischen Reise auf den Planet Jusus möchte ich heute vor allem die Jüngsten ganz herzlich einladen. Zuschauen und gut aufpassen lohnt sich. Mit ein bisschen Glück kann man nämlich eine richtige Reise in ein Märchenland gewinnen. Mehr dazu am Schluss. Es ist kurz vor Weihnachten. Und der Sammy Klaus mit seinem Eseli hätte eigentlich schon alles parat gehabt. Und dann ist das passiert. Der böse Zauberer Sarastos hat alle Spielsachen gestohlen, die das Christkindli und ich morgen den Kindern wollen bringen. Alle Plüschtier! Auch der herzige Baum mit seinem samtweichen Fell. Und alle Baby, auch das mit den Schlafaugen, wo Mama und Papa sagen. Ja, er ist damit auf den Planet Jusus geflüchtet und dort kann er mich nicht mehr verwünschen. Bist du sicher, dass das Ding fliegt? Genau weiß ich es auch nicht. Aber wenn nicht, dann haben wir die Spielsachen endgültig gesehen. Ein fertig montiertes Tischstadion mit der handbemalten Spielo. Und alle Autos, auch der Traktor mit Anhänger samt Batterien für die Fernbedienung. Wie die Geschichte weitergeht und wie Sophie und Tim einem bösen Zauberer Sarastos ins Netz gegangen sind, seht ihr im Prospekt, der diese Woche mit der Post verteilt wird. Und ich kann euch jetzt schon verraten, dass alles nur ein böser Traum war. Die Spielsachen von Coop sind nämlich wieder da bei mir. Auch spannende Puzzle, elektronische Spiele und Instrumente. Alles zu Preisen, wo natürlich auch den Eltern, dem Grossi und dem Götti eine Freude machen. Kein böser Traum und ebenfalls erfreulich ist das GoProfit Superspiel. In der neuen Coop-Zeitung konnten Sie schon schauen, ob Ihnen Ihre fünfstellige Endzahl auf der GoProfit-Karte Glück gebracht hat. Die Warengutscheine im Gesamtwert von mehr als 20'000 Franken werden offeriert von den folgenden Marken. Atrix für zarte Hände und starke Nägel. Dr. Oetker Finesse, geriebene Zitronenschale für süße Überraschungen. Gala extra feine chinesische Nüdeli. Henye Rot, spritziges Mineralwasser. Und Bon Maman, Konfitüre wie aus der guten alten Zeit. Herzliche Gratulation allen, die das mal gewonnen haben. Die Einkaufsgutscheine werden Ihnen wie immer in den nächsten Tagen mit der Post zugeschickt. Vorher ist aber noch der GoProfit Supertreffer an der Reihe. Diese Woche mit dem brandneuen VW Lupo im Wert von 14'980 Franken. Neben dem Lupo sieht mengengross ganz klein aus. Betreffend Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ausstattung, aber auch beim Design und Fahrkomfort setzt er neue Maßstäbe. Und die voll verzinkte Karosserie mit 12 Jahren Garantie, außergewöhnlich in dieser Klasse, ist ein weiteres sichtbares Zeichen für die gute VW-Qualität. Um den grossen Kleinwagen geht es also heute bei uns im Studio. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblicken den Gewinner erkoren. Und wir schauen jetzt, wer das mal das Glück hat. Die Gewinnzahl lautet 5, 6, 9, 0, 1, 0, 6, 5, 6, 7. Die Inhaberin oder der Inhaber von dieser Kartennummer hat also der GoProfit Supertreffer den neuen VW Lupo gewonnen. Herzliche Gratulation! Für alle, die das mal kein Glück hatten, gibt es in 14 Tagen neue Chancen. Vorher gibt es aber noch ein Rezept von Armin Amrain. Und weil es bei Coop jetzt eine Aktion mit allerlei Backwaren gibt, profitieren wir doch davon und machen einen feinen Rossenzopf. Grüezi miteinander. Den Teig habe ich nach dem Rezept in der Coop-Zeitung schon bereit gemacht und während einer Stunde ums Doppelte aufgehen. Für die Füllung Anke, Zucker und ein Ei schaumig rühren. Einen geraspelten Apfel, Haselnüsse und Sultaninen dazugeben. Der Teig ca. 40 x 40 cm ausrollen. Dünn mit Aprikosen bestreichen und die Füllung darauf verteilen. Rundum einen Rand von ca. 2 cm freilassen. Jetzt alles aufrollen und der Länge noch einschneiden. Dann beide Teile mit der Schnittfläche nach oben umeinander schlingen. Im Ofen bei 200 Grad 30 bis 40 Minuten backen und noch heiß mit einer Glasur aus Puderzucker einstreichen. Als Rezept für den Russenzopf steht diese Woche in der Coop-Zeitung. Ich wünsche euch jetzt schon viel Vergnügen. Und weiter geht's mit den Aktionen. Clementine aus Spanien im 2-Kilo-Netz kostet 3,70. Emmentaler ist per Kilo 4,50 günstiger. Mild und verpackt kostet das Kilo 14,80.
Mit der GoProfit-Karte gibt es weissmal 60 Rappen günstiger. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Eine fantastische Reise auf den Planet Jusus haben wir heute zusammen mit dem Tim und der Sophie unternommen. Die Wettbewerbsfragen im GoProfit-Spielwarenprospekt richtig ankreuzeln, können mit ein bisschen Glück eine tolle Reise gewinnen. Unter anderem auf Paris ins Disneyland oder sogar auf Amerika. Heute in einer Woche bleiben wir dann aber wieder auf dem Boden der Realität im GoProfit-Frischmarkt mit gesunden Vitaminen und Zitrusfrüchten. Bis dann, eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.